Hallihallo, Hallöchen. Da bin ich wieder zu einem weiteren Video. Ja, wir werden heute mal ein bisschen schnacken über Let's Play. Wie es mit den Let's Plays weitergeht. Da hat sich ja, wie man sieht, seit einiger Zeit nicht mehr viel getan, Let's Play-mäßig. Was daran lag und leider auch immer noch liegt, dass unser Internet behindert ist. Ich habe immer noch andauernd Internetausfälle. Ich warte immer noch darauf, dass wir endlich Glasfaser bekommen. Das Glasfaser liegt mittlerweile bis unten in den Keller. Also es ist physisch schon im Haus. Wir können es nur noch nicht nutzen, weil wir haben unten auch schon so eine Mediumwandler, also von Glasfaser auf Kupfer. Aber diese müssen, also die Kupferleitung oder im Idealfall auch Glasfaser, weil wir haben eigentlich Glasfaser bestellt, muss halt noch von den Keller jetzt hoch in die Etagen gelegt werden. Ich hoffe mal, dass das noch diesen Monat irgendwie was wird. Ja, ich meine, wir haben jetzt April. Ich hoffe mal, bis Weihnachten ist die Sache durch. Sonst, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist das im Tun. Es ist auch im Fortschreiten. Aber es ist leider immer noch nicht fertig. Dementsprechend wird es auch mit regulären Let's Plays immer noch nicht weitergehen. Ich habe jetzt aber jetzt schon zwei Videos so out of order, genauso wie jetzt hier, Video out of order rausbringenderweise rausgebracht. Und ich werde auch ein bisschen gucken, weil ich habe jetzt habe ich 2 Wochen Urlaub und dann sind ja auch bald wieder Sommerferien. Ich werde gucken, ob ich mal einfach mal mit der neuen Rechneranlage, mit dem neuen Mikrofon, gucke, ob ich da vielleicht doch noch ein paar Videos mache, die ich dann einfach so rausbringe, wie es geht. Ja? Und wenn denn mal mein Internet wieder komplett streikt, dann scheiß drauf, da warte ich halt 10 Tage oder so. Ja, also jetzt, ne, es werden vielleicht wieder vereinzelte Videos kommen, aber alles auf keiner regelmäßigen Basis und wie es gerade kommt. Wenn ich gerade Bock drauf habe, mich mit meinem Internet auseinanderzusetzen. Ja. Von daher ist das so Stand der Dinge. Es hat sich immer noch nicht viel getan. Und es ist aber im Voranschreiten. Es ist also Besserung in Sicht. Genau. Ja. Ansonsten alle Videos, die ab jetzt kommen werden, in 4K kommen. Man sieht ja schon, Native 4K. Dazu habe ich in dem letzten Mal Videos, vor allen Dingen im letzten Video geschnackt. Vorerst aber nur mit 24 Bildern pro Sekunde, also Blu-ray-Standard. Keine 60 FPS. Genau. Jo. Das Mikrofon hier. Was vergessen? Genau. Ja, gut. Okay. Na dann. Ja. Würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Im nächsten Video werden wir mal ein bisschen Euro Truck Simulator spielen. Wenn ich die Videos hochgeladen bekomme, wie gesagt, ne, alles auf vielleicht Basis, aber ich werde es versuchen. Ich werde zumindest erstmal aufnehmen. Mein neues Aufnahmesetup mal probieren. Und ich werde wahrscheinlich auch, einfach weil ich persönlich da Bock drauf habe, sobald wir dann endlich mal Glasfaser haben sollten, ja, werde ich dann wahrscheinlich auch dazu übergehen, mehr Let's Plays zu machen, die ich als Stream, also als Livestream publiziere und nicht als bereits fertig aufgenommen. Einfach wollte ich auch ein bisschen mehr, da fehlt eine Null. Danke. Einfach wollte ich auch ein bisschen mehr Spielerinteraktion, Zuschauerinteraktion. Gerade bei so Spielen wie, ja, die halt langwierig sind, wie halt jetzt zum Beispiel German Talk Simulator oder ähnliches. Dass ich da auch während ich da die ganze Zeit einfach nur dumm Dödel rumfahre, bis mit euch interagieren kann. Das ist so der Gedanke dahinter. Ob alle Let's Plays Livestreame werden, wage ich zu bezweifeln, weil Sachen wie Doom zum Beispiel
Weiß nicht, ob es da was bringt, weil ich meine, mein Test zum Beispiel könnte man auch als Livestream machen, kein Problem. Aber bei Doom, da muss ich mich ja wirklich schon aufs Spiel konzentrieren. Und dann da alle 5 Sekunden auf den Chat zu gucken, wie auf den Chat zu gucken, nur weil einer was geschrieben haben könnte, geht nicht. Funktioniert nicht, schätze ich mal. Und dementsprechend eher nein. Einfach nein. Übrigens, mein Bildschirm kann 16 Farben wiedergeben, wusste ich gar nicht. Jetzt kann der Rechner so viele Farben wiedergeben. Digga, 16 Farben? Wow. Egal. Ja, genau. Deswegen, also, seid ihr mal ein bisschen gespannt, aber bereitet euch vor, darauf noch eine Weile gespannt sein zu müssen. Das nur soweit dazu. Von daher würde ich mal sagen, was das jetzt auch mit dem Video. Wie gesagt, das war bloß ein kurzes Gnüdelei. Und dann sehen wir uns dann vielleicht zu einem Let's Play bald wieder. Ja. Das ist so die Idee. Bis dann.